N wie Nova-Prinzip. Nova steht für Netzoptimierung vor Verstärkung, vor Ausbau. In der Praxis bedeutet das Nova-Prinzip, dass die Netzbetreiber zunächst versuchen müssen, das bestehende Stromnetz besser zu nutzen. Das kann zum Beispiel durch eine höhere Belastung der Leitungen bei kühlen Außentemperaturen geschehen. Starker Wind kühlt die Leiterseile, sodass in diesen Stunden die Übertragungsfähigkeit erhöht werden kann. Dieser witterungsabhängige Leitungsbetrieb wird zukünftig bei Übertragungsnetzen vermehrt eingesetzt. Wenn das nicht ausreicht, können bestehende Leitungen verstärkt werden. Die Netzbetreiber können zum Beispiel die Übertragungskapazität bestehender Leitungen erhöhen. Dazu gehören zum Beispiel zusätzliche Stromkreise auf bestehenden Masten oder eine Spannungserhöhung von 220 kV auf 380 kV. Eine andere Verstärkungsmöglichkeit ist die Nutzung von Hochtemperaturleiterseilen mit geringem Durchhang. Dabei handelt es sich um Leiterseile, die aufgrund der verwendeten Materialien für deutlich höhere Betriebstemperaturen ausgelegt sind. Damit kann mehr Strom übertragen werden. Erst wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, kommt der Bau von neuen Leitungen in Betracht, um die Versorgungssicherheit weiterhin zu gewährleisten.